Und damit hallo und herzlich willkommen wieder zurück. Und ja, zum Glück hier irgendwie gespeichert. Und irgendwas zeigt er gerade an. Irgendwas soll ich mir angucken. Da vorne ist wohl irgendwas. Was haben wir hier? Aha, ja, haben wir auch schon. Gut, hier kamen wir jetzt, glaube ich. Ah, hier waren wir. Genau, das haben wir auch soweit schon. Wunderbärchenhaft. Einmal durch die Tür. Kontakt! Fuck. Flintenschütze rückt auf den Fuck! Fuck, die Fuck, fuck! Schrotflintenschütze. Willst du Ärger? Unmöglich! So, wo sind sie? Wir müssen hinter ihnen kommen! So, haben wir. Wir müssen hinter ihnen kommen! Feuer auf Ziel! Lade nach! So, hab ich auch. So, wunderbärchenhaft. Ich glaube, da haben wir alle, ja? Da noch einer. Oh. Schniekes Teilchen. Sehr schön. Das ist ein cooles Teil. Lassen die Schrotflinte alles dabei. Ich nehme sowieso eine Schrotflinte oder das. Und die Knochen sind ganz gut. Also letztendlich sind die alle ganz gut, ne? So, Schrotflinte, genau. So, nochmal schauen. Schrotflintenschütze rückt auf den Feind vor! Schon wieder. Das ist unmöglich! Die nächsten. Da haben wir den. So. Alter. Ja, wie zum Teufel, genau. Ey, ist das krass. Aber gut, dass die Knarre so viel Schaden macht. Ich glaube, jetzt habe ich nur noch den da oben, ne? Gut, okay, das stört den jetzt nicht. Hätte mich jetzt auch ein bisschen gewundert, ehrlich gesagt. Ja, ich wollte gerade sagen, hier kann ich noch nicht hoch, aber es geht, glaube ich, auf der anderen Seite dann hoch. Jupp, sauber, Heddy. Also gut, Taximann. Wo muss ich lang? Ich heiße übrigens Nick. Jack. Okay, auf der oberen Ebene ist eine Tür, die zu einem Skywalk führt. Aber du musst wohl erst die Sicherheitssysteme ausschalten, bevor du sie öffnen kannst.
Und wie schaffe ich das? Auf der Karte ist eine schnörkelige Linie eingezeichnet, die von der Tür zu einem großen Quadrat führt. Und von dem Quadrat führen zwei Schnörkellinien zu kleinen Kreisen. Okay. Was zum Teufel soll das heißen? Was soll ich hier tun? Ich weiß nicht, Mann. Ich bin nicht der Superheld. Finde die Tür, folge der schnörkeligen Linie zu einem Kästchen, mehr komische Linien, Kreise, das Sicherheitssystem wird deaktiviert und fertig. Du bist gerade in Tornos-Truppe. Danke, Nick. Ich weiß immer noch nicht, wo er ist. Oh. Wofür werdet ihr bezahlt, hä? Charlie, sag mir einfach, wo er ist. Wie heißt das Zauberwort? Charlie? Lagerhalle B4. Ihr macht besser schnell. Storehouse One. Ihr habt's gehört. Zugriff. Unterwegs. So gut. Oh, okay, bedenkmäßig Monarch. Mr. Hatch, ich habe die E-Mail-Server des Unternehmens überwacht und etwas sehr Interessantes gefunden. Ich glaube, es dürfte Sie interessieren, dass Ihre Goldjunge in letzter Zeit etwas neugierig gewesen ist. Hier eine E-Mail. Bestweiler. Bess, das alles kommt mir langsam sehr suspekt vor. Ich habe eine Ahnung, dass es dir genauso geht. Ich suche immer noch nach Kreisen. Ach so. Das sind nicht im wahrsten Sinne des Wortes Quadrate und Kreise. Das Quadrat ist eine Art Sicherheitskonsole. Schnörkellinien sind Kabel, glaube ich. Folge den Kabeln. Hättest du das nicht wirklich sagen können? Aha. Ich dachte, das wäre klar. Okay. Meine Position gestattet es mir, zu kommen und zu gehen, wann ich will, allerdings auf Kosten einer sehr niedrigen Sicherheitsstufe. Die meisten Teammitglieder wissen mehr über das Projekt als ich, aber sie halten sich mit Informationen zurück. Die morgige Operation ist mehr als eine simple Beschaffungsmission. Ich habe Daten und Uhrzeiten gesehen, die mit detaillierten Ereignissen verknüpft sind, von denen erwartet wird, dass sie eintreten. Ich habe Schaubilder mit der Beschriftung RIS 4:15 gesehen. Für einen Plan sind das zu viele... Sind das viel zu genaue Details, so als wüssten sie ganz genau, was geschehen wird. Wie kann das sein? Etwas Großes steht bevor, ich kann es spüren. Unsere Aufgabe ist es angeblich, die Welt vor Gefahren zu schützen, die vor uns liegen. Wenn das der Fall ist, warum überkommt mich dann das Gefühl, dass etwas auf uns zukommt und dass wir nichts tun, um es aufzuhalten? Und wenn alle anderen darüber informiert sind, warum zum Teufel unternimmt niemand etwas dagegen? Ich kann nicht einfach da sitzen und zuschauen, wenn auch nur die geringste Wahrscheinlichkeit besteht, dass dies Emily in Gefahr bringen könnte. Ich muss mehr herausfinden. Serene antwortet nicht auf meine Nachrichten. Hatch ist ein Buch mit 7 Siegeln. Ich hoffe, du bist das nicht. Liam. Sicherheitssystem deaktiviert. Wow, das ging aber fix. So. Oh. So. Schnell Sturmgewehr nehmen. So. Zeitriss zwischendurch, ne? Ja, das ist es. Deshalb ist zwischendurch die Zeit auch mal so am Stehen. Auf einmal ist da eine Palette, die da nie war. Sehr geil. Ah. Ast rein, Mann, Ast rein. Schon geil, ne? Ja. So. Gucken. Nimm ich doch lieber das hier. Das ist cool. Warum kann ich das jetzt nicht aufnehmen? Das
diese mega geile Schrotflinte. Ach, das ist die, die wir haben. Achso. Ja gut, okay. Mehr Schuss geht dafür nicht, oder was? Komisch. Okay, irgendwelche Dinger, die in die Luft fliegen können. Haben wir hier unten irgendwas übersehen? Sieht mir jetzt nicht so aus, ne? Ne. Also weiter geht's. Zeit steht still. Aber mal so richtig. Übel. Nick, ich bin auf der Brücke. Oh, der Karte nach gehst du in Richtung einer Lagereinrichtung für Meyer-Joyce-Partikel und Gewinnungsausrüstung. Joyce-Partikel? Diese ganze Operation beruht auf der Forschung meines Bruders. Deines Bruders? Glaubst du, er arbeitet für... Nein, ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll, aber Paul plant etwas Großes. Versuch mal mehr herauszufinden. Ja, scheint mir ja auch so, als ob er hier was Großes plant. Oma-Niveau wird so weit absinken, dass Ground Zero in der nahen Zukunft obsolet sein wird. Ich mache die Präsentation klar, um sicherzustellen, dass allen das Wesentliche bewusst ist, bevor wir fortfahren. Hallo, ich bin Dr. Sophia Emerald. Sophia Emerald. In den vergangenen 6 Jahren Monarchs hauseigene Kronenwissenschaftlerin. Sie muss vieles von dem wissen, was auch Will wusste. Große technologische Fortschritte gemacht. Im Juli 2010 kam es, konzentriert auf ein sehr kleines Gebiet, das wir Ground Zero bezeichnen und das sich im Industriegebiet von Riverport befindet, zum ersten Mal zu singulären temporalen Anomalien. Diese führten zu einer hochkonzentrierten Emission von Kronen. Das sind praktisch die da. Gewinnung geschaffen wurden. Das Ergebnis unserer Kronon-Gewinnungsanlage sehen Sie heute vor sich. Monarchs gesamte Kronon-Technologie ist auf diese Partikel angewiesen. Ganz besonders der Kronon-Feld. Waffengebrauch freigegeben! So. Na komm schon. Geht das nicht kaputt? Muss doch kaputt gehen. Alter. So. So. Alter, wie viele sind das? Alter, das ist so clever, sich dahin zu stellen. Regenerier dich. Schneller. Wechsel Magazine. Unterstützungsfeuer. So, weg damit. Wo ist der Rest? Ach, endlich, ey. Alter Schwede, ey.